to love, live and share it today. To love, live and share it today. Hallo zusammen, ich bin's wieder, Nicole von Stamp Up Your Life. Ja, ich musste mich beherrschen, dass ich euch heute nicht schon wieder ein Video mit dem Schmetterlingsset präsentiere, aber ich habe eine richtig tolle Idee gehabt und ich war diese Woche einkaufen, das habe ich euch schon mal geschrieben, dass ich ja echt mit Bastleraugen durch den Supermarkt gehe und habe süße Tassenkuchen entdeckt und die sind total lecker und unsere neuen Stempelsets aus dem Set Glücksfälle, das fand ich total passend, Kalorien zählen nicht, wenn eine Kerze drin steckt. Dann habe ich diese kleinen Mini-Kerzen, die man für Kinder Geburtstage kriegt, gekauft. Und innen drin steckt ein kleines Tassenküchlein. Und ich habe das jetzt nicht festgeklebt, sondern einfach so drin gelassen. Hier habe ich das Ganze mit einem Magneten verschlossen. Jetzt würde ich gerne mal noch eine Variante ausprobieren, wo ich das Ganze mit einer Art Schleife verschließe. Und wie ich diese kleine Schachtel gemacht habe, das zeige ich euch jetzt. So, und zwar will ich jetzt mal in einem anderen Farbton arbeiten. Ich mache jetzt eine Box in Schäfergrau mit Heideblüte und Babyblau. Aber das könnt ihr ja immer, wisst ihr ja, gucken, wie ihr Lust habt. Und zuallererst braucht ihr, ich bin ja unscharf, zuallererst braucht ihr einfach nur ein Stück Farbkarton. Wie gesagt, ich habe mich jetzt hier für Schiefergrau entschieden. Dann braucht ihr euer Falzbrett und legt die lange Seite nach oben und falzt einmal bei 11. Einmal bei 12 cm und dann einmal bei 23 und 24 cm. Dann dreht ihr das Ganze auf die kurze Seite und falzt auf beiden Seiten jeweils bei 1 und bei 2 cm. Dreht das Ganze um und falzt nochmal bei 1 und bei 2 cm. Dann ist das Falzbrett schon wieder weg. Jetzt müssen wir noch ein bisschen schnippeln. Und dann nehmt ihr euch am besten eine lange Schere. Und zwar schneiden wir jetzt. Ich muss mal gerade gucken, ob ich euch das irgendwie zeigen kann. Also hier kommt später unser Küchlein hin. Also bleiben diese beiden Laschen hier oben stehen und der Rest kann weg. Also schneide ich jetzt erstmal die zwei Falzlinien ein und schneide mir das Ganze weg. Hier auf und schneide mir das weg. Und auf der anderen Seite auch. Da ist jetzt bloß halt diese Lasche länger. Wir rollen schon die Kerzen vorbei. Und hier auch. Mal durchfalzen. You can bet it doesn't matter where you go. You find a friend who. Und das ist dann schon die Grundschachtel. So. Bei meiner letzten Box hatte ich das ja hier mit Magneten verschlossen. Das könnt ihr jetzt auch machen, klebt euch einfach einen Magneten hier drauf, dann das grapefruitfarbene Papier und innen genauso.
Hier würde ich jetzt gerne mal eine Variante mit Band probieren. Und zwar haben wir ja aktuell in der Celebration diese tollen Bänder in den tollen Farben. Und ich dachte mir, warum nicht einfach das Band drumherum legen und dann später binden. Jetzt messe ich mir das so ein bisschen großzügig ab, dass ich dann später auch noch gut eine Schleife binden kann. Schneide mir das mal ab. So. Ich glaube, ich mache mal den Kuchen rein. Dann wird das alles etwas stabiler. So. Jetzt gucke ich mir hier ungefähr die Mitte aus. Und bringe mir hier mal so ganz leicht nur mal als kleinen Anhaltspunkt Kleber auf, dass ich ungefähr weiß, wie ich mich orientieren muss. So, dann habe ich mir ein Stück Pappkarton in Heideblüte ausgeschnitten. Der hat die Maße 10,5 x 16,5 und den klebe ich jetzt einfach auf. Dann nehme ich jetzt ein bisschen mehr Klebe, weil das Ganze ja jetzt auch das Band festhalten soll. Und versuche das Ganze jetzt ein bisschen mittig aufzukleben. Gut festdrücken. Band schön fixiert. So, und dann kann das schon mal nimmer weg. Dann habe ich mir für diese kleine Lasche hier innen, habe ich mir ebenfalls ein Stück Heideblüte zugeschnitten. Das hat die Maße 5,5, ebenfalls wieder 16,5. Das kleben wir auch direkt ein. Auch wieder probieren, halbwegs mittig und festkleben. So, dann können wir später die Schachtel zubinden. So, dann müssen wir jetzt noch ein bisschen stempeln. Und zwar haben wir ja aktuell im Katalog, also ich muss sagen, mir sind sie zuerst gar nicht aufgefallen, solche tollen Rechteck-Framelits. Also es ist ja eigentlich, wie ich finde, so ein Must-Have. Die lagenweise Kreise, die lagenweise Vierecke. Ja, und jetzt habe ich mir eben die Rechtecke noch geholt und habe mir vier Stücke ausgestanzt. Und zwar einmal in dem mit dem zweiten Kreis. Einmal noch Vorführeffekt. Oh, so war nicht richtig durchgegangen. Habe ich gar nicht gesehen, als ich das durchgenudelt habe. In dem Fall ist es jetzt egal, weil ich ja diese Stickkante nicht brauche. Dann eben den dritten von außen. Dann von dem langen hier ein Stück. Und von dem kleinsten hier auch nochmal. Und gerade nochmal zu dem Set. Also hier sind 13 Formen drin, der Framelits. Und also es passen wirklich unglaublich viele Stempel drauf. Also wir haben hier für so einen Tag zu machen, halt auch schön mit dem Stickrand. Schönen Geburtstag, ganz schmal. Hier unten den etwas größeren. Und das versüßte den Tag, alles mit dem Set gemacht, weil oft muss man es schneiden und dann verschneidet man sich. Und so kann man vorab probieren, kann sich den Stempel auflegen, ja, und hat das Ganze fertig. So, und zwar habe ich jetzt das große Stück bestempelt. Mit dem Set, einem Celebration Set.
Süße Grüße für dich. Das könnt ihr euch ab einem Bestellwert von 60 Euro gratis aussuchen. Und denkt dran, im Januar gibt es bei mir noch bei einer Bestellung ab 60 Euro nicht nur das Gratisgeschenk von Stampin' Up, sondern ihr dürft euch auch noch ein Stempelkissen im Wert von 9 Euro eurer Wahl aussuchen. So, jedenfalls habe ich mir aus dem Set, das sind so zwei süße Blümchen drin, habe ich mir die beiden hergenommen und mit denen habe ich so ein bisschen gestempelt. Und zwar, ich mache die große mal in hellblau, so ein bisschen verteilt übers Papier, jetzt gar nicht so viele. Ich suche schon wieder meinen Reinigungsband. So, und dann das kleine Blümchen in Heideblüte. So ein bisschen verspielt zwischen rein. Total süß, die Blümchen. Ja, ich weiß, da würde auch ein Schmetterling toll aussehen. So. Blümchen, die packe ich mal gleich zurück. Ich bin ja Meister im Stempel verlieren und kriege dann hier Panik hoch 10, wenn ich alles absuchen muss und nicht finde. Ja, ich glaube, die Farbkombi gefällt mir auch gut. So, dann habe ich aus dem Set Glücksfälle. Das ist eigentlich Koordinierung zu den Framelits-Formen. Aber wie gesagt, die sind so vielseitig, die sind wirklich nicht nur für dieses Set geeignet. Habe ich mir den Spruch genommen, Kalorien zählen nicht, wenn eine Kerze drin steckt. Das stempel ich jetzt auf das größte der drei verbleibenden. Dann das schönen Geburtstag, das stempel ich auf das schmälste. Und nochmal aus dem süßen Grüße-Set versüßt ihr deinen Ehrentag, weil Kuchen ist ja wohl einfach nur süß. So. Stempeln wir jetzt noch schnell. Also einmal den schönen Geburtstag. Das habe ich übrigens in Momento gestempelt. Also hier. So bitte gucken, dass man es auch trifft. Ich hätte es jetzt auch nachträglich machen können. Aber ich wollte das jetzt alles so ein bisschen vorbereiten, dass ich jetzt so schnell die Kamera wieder ausschalten muss und euch wegrennen muss. So, dann den Spruch für die Kerze. Auch wieder mittig rein. Da könntet ihr euch jetzt in zum Beispiel Heideblüte den Schriftzug Kerze anmalen. Das habe ich nicht gemacht. Ich habe mir den Wink of Stella hergenommen und habe das hier so einmal mit dem Glitzerstift ausgefüllt. Das hat dann so einen ganz dezenten Schimmer, weil auf der Karte, finde ich, gibt es hier schon richtig viel zu sehen. Und dann braucht man nicht noch so viel Farbe, finde ich. So, und dann noch den Spruch für innen drin. Und zwar war das versüßt dir deinen Ehrentag. Den habe ich auch in Momento gestempelt, in schwarz. Und habe mir dann mit dem passenden Herzchen, das in dem Set drin ist, gerade noch so ein Herzchen rechts und links daneben gestempelt, weil es einfach süß aussieht.
So, dann kann das auch schon weg. Und dann müssen wir jetzt im Prinzip nur noch den Muffin stempeln. Und zwar, das ist ja so ein Two-Step-Stempel. Da fangt ihr am besten immer mit dem Boden an. Den stempel ich jetzt hier, damit es nicht ganz so hart von den Farben wird, in Schiefergrau, passend zu meinem Farbkarton. Einmal Schiefergrau. Dann ist in dem Set so ein schmales Stückchen. Ich habe lange überlegt, was es sein soll. Das symbolisiert den, wie heißt es, den Teig. Bei mir gibt es heute mal lila Teig. So, und dann müsst ihr gucken, da habt ihr so auch so Zacken unten drin, dass das genau in die Cupcake-Form reinpasst. So, und dann noch das Oberteil vom Cupcake. Den stempelt ihr euch einfach oben drauf. So. Und schon sieht es lecker aus. Das auch schon weg. So, und das Ganze, das habe ich rausgeschnitten mit der Hand. Weil da gibt es leider keine Form dazu. Man ist ja schon so ein bisschen verwöhnt. Aber bei den großen Formen finde ich das jetzt gar nicht schlimm. Mit so ein bisschen Abstand. Also nicht jetzt direkt auf der Linie schneiden, sondern so ein bisschen. Keine Ahnung, was die Kamera jetzt hatte. Anscheinend war ihr der Abstand nicht richtig. Jedenfalls einfach ausschneiden. Und am besten, also ich würde jetzt nicht die Schere drehen, ich drehe mir immer so das Papier. Und dann geht es viel einfacher. Und ich kann euch auch wirklich nur die Schere hier von Stampin' Up ans Herz legen. Also die ist erstens total spitz und die schneidet eben auch ganz nach vorne in der Spitze noch, ohne so komisch zu verfransen. Also wirklich toll. Ich habe auch lange überlegt, ob ich mir so holen soll, aber mittlerweile bin ich richtig froh drüber. So, dann können wir die Box schon zusammenbauen. Ich habe das jetzt gar nicht so akkurat gerade aufgeklebt, sondern schon so ein bisschen, wie heißt es, schräg. Ich klebe jetzt aber mal zuerst das nach innen, damit ich die Box schließen kann. Das habe ich jetzt einfach so ein bisschen auf einer Seite festgeklebt. Ich will ja, dass man es auch sieht. Da jetzt auch nicht groß Glitzer oder so angebracht, weil das sonst wird das Ganze ein bisschen zu dick. Und für innen drin, weil man will ja dem Beschenkten auch noch einen Gruß schreiben, habe ich mir einfach ein Stück Flüsterweiß in 16,5 mal 10,5 geschnitten. Na? Dass man ein bisschen was draufschreiben noch kann, Geburtstagsgrüße. Das klebe ich mir noch hier rein. Und dann können wir die Box schon binden und dann eben einfach eine Schleife, deswegen ein bisschen großzügiger, damit man sie auch noch mal schön auf und zu kriegt. Dann habe ich mir das so ein bisschen schräg aufgeklebt, nicht so akkurat gerade. Ihr könnt natürlich auch gerade aufkleben. Leicht schräg.
Dann habe ich mir mit den Willi Dimensionals, wo sind sie? Und mehr Big Session, hier, habe ich mir den Spruch schönen Geburtstag, so ein bisschen, damit ihr so ein bisschen hoch steht, aufgeklebt. Drei Dimensionals oben drauf. Ich hole die immer mit dem Pixer runter, weil die sind so mini. Ich habe die dann überall dort hängen, bloß nicht da, wo ich sie haben möchte. Dann habe ich mir das echt mit dem Pixer angewöhnt und das klappt gut. So, so ein bisschen schräg drüber. Den Cupcake habe ich mir jetzt zuerst mal hingelegt zum Gucken, weil hier unten muss ja noch der Spruch hin für die Kerze. Und weil da jetzt richtig viel Spannung draufkommt, weil dieses Quadrat hier muss ja die Kerze halten, kann ich euch nur ans Herz legen, nehmt doppelseitiges Klebeband, weil das klebt und hält auch ein bisschen Spannung aus. Dann habe ich mir jetzt nur rechts und links so ein bisschen einen Streifen hingeklebt. Dann nehmt ihr euch die Trägerfolie ab. Wie gesagt, wenn ihr Probleme habt, nehmt euch einen Pixer. Oder bei dem, Aufhebhelfer von Stampin' Up ist auch dieses Pixerchen dabei. Das könnt ihr super nehmen. Dann habe ich mir eine Seite festgeklebt, dann die Kerze drunter und dann halt, dass er nicht verrutschen kann oder rausrutschen kann, festgeklebt. Und dann hält das auch bombenfest. Den kleinen Cupcake, den habe ich wieder mit Dimensionals aufgeklebt. Dann habe ich jetzt die großen genommen. Eventuell für hier in die Ecke einen kleinen. Und jetzt kleben wir den auch noch auf. So, dann fehlt natürlich noch Glitzer. Wo sind denn meine Glitzersteinchen? Egal, mache ich eine neue Packung auf. Na. Und da habe ich mir die kleinen so ein bisschen auf die Blümchen gesetzt. Wo sind denn? Holt ja wieder mal nur nicht das, wo ich sie haben will. So ein bisschen verteilt. Und dann hat die Karte auch noch schönen Glitzer. Ja, und ja, ich finde, das ist ein richtig tolles Stempelset. Passend zum Geburtstag. Ich sehe jetzt gerade, die Schleife hier ist jetzt doch auch ein bisschen zu lang. Die kürze ich mir dann doch noch ein bisschen ein. Kriegt man ja gut gebunden. Ja, jetzt hoffe ich, meine süße Idee zum Geburtstag gefällt euch. Ich freue mich wie immer über einen Daumen hoch, über ein Abo oder wenn ihr gerne einen Katalog habt, noch keine Demo habt, schreibt mich an. Es ist kein Problem, wo ihr wohnt. Also, die Pakete werden direkt zu euch verschickt. Ja, dann freue ich mich aufs nächste Mal. Ciao. We're gonna love, live and share it.